zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Man mag es ja fast gar nicht glauben. Meine Lieben, herzlich willkommen zum FIFA 14 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Lang ist nicht mehr. 7 oder 8 Spieltage, dann ist die Saison vorbei. Heute Gast in Freiburg ist Hannover 96. Ich muss mal gerade gucken, wie wir das machen. Rot bei uns und ja, grün. Ja, das läuft. Das sollte man sehen. Auf jeden Fall haben wir schon mal schönes Wetter. Das ist schon mal wichtig. Obwohl, ne? Regen, so quasi die ganz englischen Verhältnisse. Da haben wir uns ja eigentlich richtig gut mitgefühlt. Also ihr seht es ja, momentan geht es richtig gut. Also mit Ginter auf der Position, hinten Ayeti, der schon eine 70 hat. Jedlin geht steil, ne? Pfeil komplett nach oben. Und auch der Rest. Also Günther ist gut in Form. Bei Hanke ist auch was zu verzeichnen. Esswein komplett schlecht. Da haben wir Schwollo, die arme Sau, der verletzt ist. Ich nehme mal Marcos Lopez mit. Eine 71 schon bei Lazaro. Und das heißt, heute werden wir mal ohne Schuster spielen. Das heißt nämlich dann Darida nach hinten, neben Ginter. Und Kapitän muss ich natürlich dann noch anpassen, das ist klar. So, das sieht ganz gut aus. El Neni kommt dann für Gelson Fernandes nochmal mit. Hat sich das auch nochmal verdient. Ja, wie gesagt, wir haben zu viele Spieler. Leider Gottes hat sich das nicht geändert. So, wir haben viel zu viele. Linkes Mittelfeld kann mal weg. So, Abwehrspieler mitgenommen. Ja, ansonsten finde ich das ganz in Ordnung. So, da müssen wir jetzt noch bei den Rollen gucken. Spielerrollen. Captain natürlich nicht. Da machen wir Matthias Ginter rein. Okay, Elfmeter Darida, Freistöße, Schmied und Darida im Wechsel. Okay, passt. Können wir reingehen. Können wir reingehen. Ja, die Pässe habe ich da jetzt Bock zu. Ich weiß nicht so wirklich, aber naja, mal gucken, wie lang es eben wieder geht. Ich weiß auch nicht, warum das am Anfang mal so gut funktioniert und dann irgendwann kommt die Grätze, ne, die sich so langsam einschleicht. Die seht ihr ja, wie die Dinger wieder quer gehen. Querbeet hier, als ob da irgendeiner mit Magnet unter dem Feld hantieren würde. Oder das sind halt einfach meine krummen Finger, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Da haben wir's. Freiburg gegen Hannover. Momentan komplett gegensätzliche Geschichte. Die stehen unten drin. Und bei uns geht's momentan auch von der Form her eher nach oben. Ist ein bisschen untertrieben, ich weiß. Und das müssen wir natürlich heute bestenfalls weiter fortsetzen. Habe ich jetzt Lopez aufgestellt? Spielt der heute? Ich wollte eigentlich Lazaro. Ah, dann habe ich das... Ach, Dämmel, ey. Ich habe ja wieder... Ich weiß, dass ich ihn reingetan habe. Ich wollte es noch tauschen. Ich wollte es noch tauschen, habe es nicht gemacht. Da sehen wir Christian Schulz, den Captain von Hannover, den wir gleich noch sehen werden, mit Matthias Ginter bei der Platzwahl. So, wen haben wir denn hier? Canteros. Wenn ich das richtig lesen konnte. Der ist natürlich auch für Ginter schön, ne? Ein Urfreiburger, ganz großes Talent, der jetzt sogar schon mit seinen 20, 21 Jahren Captain sein darf. Okay, wir auf der 9, wir sehen nicht Hannover, die sind glaube ich auf der 15, auf der 14 irgendwo da. Genau, Lazaro mit der 20, da sitzt da rum. Auf der Bank und schiebt einen Hals. Aber Marcos Lopez von Beginn an kann ja auch funktionieren. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann werden wir das schnellstmöglich ändern. So, machen wir mal gucken. Genau, Canteros, habe ich das richtig gelesen? Arthur Sobiek, 6 Saisontore, ist auch nicht so wahnsinnig gefährlich. Mit Schlaudraff und Huschti, aber sehr gute Vorbereiter neben sich oder hinter sich. Auch den Lars Stindl dürfen wir nicht vergessen. So, ich denke mal, allbekanntes Bild. Wir spielen auf Konter, das ist klar. Und dann wollen wir mal gucken, wie das heute läuft. Gegen die Jungs von Hannover 96. Da haben wir schon Lars Stindl. Und das ist, ja, der kleine Freiburger Panzer, Zakaria Bakkali, momentan einer der zweikampfstärksten. Auch hier sehen wir das wieder. Super gemacht. So, und jetzt schicken wir mal hier unten. Das ist Benzia. Benzia wird gestört. Benzia mit dem Schuss. Nochmal eine Chance. Nicht mehr ganz. Marcos Lopez, schade, kann sich da nicht behaupten. Jetzt sind sie nervös, ich wollte schon sagen, die Freiburger, nee, die Hannoveraner. Wieder ist es Bakkali und das wird weggepfiffen zu Unrecht. Da habe ich nichts Schlimmes gesehen. Überhaupt nicht. Sakai. Ich denke mal, wir stellen uns ein bisschen offensiver. Muss ja nicht komplett katastrophal sein. Aber ja, ein bisschen Selbstvertrauen dürfen wir ja haben. Komplett nach den letzten Wochen. Komm raus da hinten. Keine Experimente machen. So, da oben ist Bakkali. Bakkali macht den Ball. Ah, oh, wenn der durchkommt.
Es war ein Zusammenspiel, ein gewolltes Zusammenspiel zwischen den beiden Bs. Zwischen Bakali und Benzia. So, da kommt er nicht mehr dran. Da kann er rennen, wie er will. Das Ding war wieder ferngesteuert. Butland. Auf den Mann der letzten Wochen. Da ist er. DeAndre Yedlin. US-amerikanischer Nationalspieler mittlerweile. Da haben wir Marcos Lopez, der das nicht schlecht macht. Spielt den Ball jetzt vorne hin. Aber ja gut, Benzia leider nicht durchsetzen können. Aufpassen jetzt da unten. Ah, oh, da kommt er wie eine Furie kommt er da an, Yedlin. So, wieder aufpassen. Flanke kommt. Wird gefährlich. Nee, jetzt nicht. Ginter. Schön jetzt. Das ist kein Abseits. Das darf kein Abseits sein. Schuster. Nicht Schuster, Mensch. Schmied. Oh, wird abgedrängt. Der Ball ist immer noch heiß. Das macht der Torwart da hinten. Ist der wahnsinnig. So, Canteros. Hannover wieder. Wieder Hannover. Jetzt kommen wir irgendwie drauf. Dass die Bälle abgenommen bekommen. So, Achtung. Ja, da hören wir diese Pfeifen. Jetzt wird's gefährlich, denke ich. Naja, das gibt, glaube ich, Abstoß, ja. Da war wieder Bakali beteiligt. Also der hat sich das aber so dermaßen zu Herzen genommen, was ich gesagt habe. So, jetzt schön auf Ginter. Schmied, Yedlin. Würde ich gerne mal weiter vorne sehen. Ja, da oben, das hat sich angedeutet. Er wollte starten. Durm ist hinten auf dem Weg. On the way. Aber ist mir zu riskant. Jetzt mal. Schön. Yedlin. Yedlin ist vorbei. Yedlin wird gezogen. Und es gibt Abstoß. Will der mich verarschen? Da war doch alles voll. Da war doch Kuddelmuddel mit Beinen. Von Hannover. So, sehr souverän das Kopfball-Duell gewonnen. Marcos Lopez ist gestartet. Unten Schmied. Aber der Ball ist nicht gut. Der ist zu nah an den Hannoveraner gespielt. Da haben wir natürlich keine Mühe, den sich zu holen. Huschti. Ja, das ist ein Spieler, da habe ich Respekt vor. Auf jeden Fall vor den Vorlagen, vor den gefährlichen Situationen, die er heraufbeschwören kann. Schmied. Schönes Ding, schönes Ding. Ball muss hin. Der muss er machen. Bakali macht den nicht rein. Meine Fresse, das ist aber auch schlimm. Den wollte ich ein bisschen geschnibbelt schießen. Das hat zu lange gedauert. Das hat eindeutig zu lange gedauert. Nochmal jetzt vielleicht die Chance. Nee, aber mit dem passt nicht. Nee. Das ist eindeutig zu wenig dann. Wir sind aber am Drücker. Das hätte er auch mal pfeifen können, mein lieber Freund. Mit der Pfeife. Wofür hast du das Ding denn? Oh, klasse Ball. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ein Pass. Fantastisches Ding. Das war Marcos Lopez. Und da hat nicht viel gefehlt da hinten. Also es gefällt mir eigentlich, was ich sehe im Großen und Ganzen. Aber das ist einfach momentan wieder die Chancenverwertung, die nicht passen möchte. Ginter im Mittelfeld. Das ist einfach sehr viel Kopfballstärke. Präsenz ohne Ende. Nee, das war nicht gut. Das war nicht gut. Den hätte er kurz spielen müssen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir hier den Konter bekommen. Oh, jetzt wird's hässlich. Julien schubst und schiebt. Das ist Ayeti. Also Abwehrleistung passt. Ohne Frage. So, jetzt mal oben hin. Nein, das Ding ist zu weit. Das ist zu weit. Da kommt natürlich kein Mensch hin. Selbst der Durm nicht mit seinem Tempo. So, Achtung jetzt. Hannover, wir sind immer anfällig. Gegen Ende einer Halbzeit. Und am Ende vom Spiel natürlich. So, jetzt mal. Jetzt mal, das ist Ginter. Was macht der denn da vorne? Matthias Ginter, den muss er machen. Und den macht er nicht rein. Meine Fresse. Das war jetzt die andere Seite. Genauso knapp wie vorher bei Bakali. Den muss er machen. Und was hat da... Hat der schon den gestriffen, den Pfosten anscheinend. Boah, wie kann man denn die Chancen da nicht reinmachen? Ich meine, das ist ja sahnemäßig rausgespielt. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts, weil es steht nach wie vor... 0-0. Und Hannover ist auch gefährlich. Das muss Abseits gewesen sein. Er winkt. Aber war nichts. Sehr schön geholt hier. So, Jungs. Kommt schon. Das ist Benzia. Schmied. Versucht den lang nach vorne zu spielen. Aber es war natürlich komplett der falsche Mann hier. Wollte auf Marcos Lopez spielen. Das war nicht mein Plan. Sehr schön. Von Yedlin, glaube ich, gestört. Der da komplett rüberläuft.
So, jetzt vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Wollen wir mal gucken. Ball nach außen. Kann er sofort weiterleiten. Auf Schmied. Ja, jetzt vielleicht mal. Nee. Pässe sind aber einfach nicht gut. Nochmal Jedlin. Jedlin startet. Nochmal nach außen. Das ist Schmied. Vielleicht kann er mal flanken. Ja, wenn er vorbeikäme. Wenn. Wenn er denn vorbeikäme. Was nicht der Fall ist. Und das ist jetzt der Halbzeitpfiff. Man muss ehrlich sagen, für Hannover ist es absolut glücklich, das 0-0, was wir hier sehen. Haben ein tolles Spiel gesehen. Unserer Mannschaft vor allen Dingen. Mit Riesenmöglichkeiten, die man einfach machen muss. Hier auch wieder, ganz am Anfang. Was die da für ein Dusel haben dann. Mann, 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 das war die nächste Situation. Es sieht ähnlich aus, aber das war nur unterschiedliche Situationen hier. Das ist sozusagen eine Chance gewesen von Hannover. Hier schießt er sich auch wieder gegenseitig an. Das ist die nächste Möglichkeit. Nein, das war ganz am Anfang. Also die zeigen gar nicht mehr alles, was wir da hatten. Das war zu viel. So, Lopez ist schon relativ müde, aber das war ein schönes Match, was ich gesehen habe. 56% Ballbesitz, 4 Schüsse. Einer aufs Tor ist auch kompletter Quatsch. Also ich meine, der Torwart hat ja schon mehr als einen Ball halten müssen, beziehungsweise die Abwehr. So, Darida. Macht es heute auch nicht schlecht. Jedlin schön jetzt auf Ginter. Der da mal mitgeht. Jetzt kommt Jedlin. Jetzt kommt er. Jedlin. Bleibt hängen. Das Ding war, das war wieder so ein bisschen Patex-mäßig. Da haben wir Glück gehabt, dass der nicht abgefangen wurde von Hannover. Jetzt Möglichkeit. Möglichkeit für die Grün-Schwarzen. Ayeti ist da. Macht er schön. Macht er wirklich sehr gut. Also ich glaube, das war eine super Verpflichtung vom FC Basel. Alind Ayeti. Ja, und das ist natürlich komplett kläglich. Pass war schon schlecht genug. Ja, ich habe das Handy nicht lautlos gemacht. Weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Das ist auch kläglich. Sowas kann nicht sein. So, Vorsicht. Jetzt haben wir es wieder ein bisschen eingekesselt, aber sie sind trotzdem noch außen dabei. Julien. Ja, sie wollen jetzt, sie bleiben jetzt dran. Sie bleiben jetzt dran. Der ist aber wieder schlecht. Und der dritte Luftloch. Bittencourt. Ehemaliger Cottbusser, da nach Dortmund gegangen, nicht glücklich geworden. Jetzt in Hannover. Spielt da hinten auf der Doppel-6. Es kommt Franza mit der 16. Ist es nicht der Brasilianer, der zu klein war? Wo sie 1,90 kaufen wollten und haben dann 1,80 bekommen. Das ist natürlich auch eine Katastrophe, ne? Wenn du sowas machst. Da musst du nochmal sein als Manager, musst du deinen Hut nehmen. Ich weiß nicht, ob das damals passiert ist. Weil man wird ja wohl, ja, sagen wir mal, wenn man sich den Spieler anguckt, die Akte und den richtigen Spieler vergleichen können. Jetzt komm schon, Schmied. Schmied! Den muss er jetzt reinmachen, den muss er machen jetzt. Und wieder daneben. Also es ist zum Verzweifeln, es liegt wieder an mir. Das liegt wieder an mir. Abspielen konnte ich nicht, weil der zwischen zwei Leuten läuft. Der Benzia. So, 60 Minuten vorbei. Ich glaube, ich bringe mal Lazaro, weil mit Lopez, das sieht jetzt schon relativ... Aber was... Was ein Chancentod ich heute bin. Nicht zu glauben. So, mal gucken, wer ist denn hier noch müde? Aber nee, das ist okay. Also er ist der Einzige, der momentan orange war. Deswegen, der Tausch ist nötig. Hat mir gut gefallen. Die Leihgabe von Manchester City. Wir haben ja, glaube ich, da auch eine Kaufoption drin, die nicht allzu hoch ist. Also wir haben eigentlich sehr gute Kaufoptionen. Wir haben für Benzia eine drin, für Lopez und ich weiß, wir haben noch eine gehabt oder was? Bin ich mir sicher. Benzia. Ginter wartet oben auf die Andre Jedlin. Da ist er. Unser Ami. Ah, bleibt hängen. Bleibt leider hängen. Also heute nicht wirklich die überragende Leistung, wie er das in den letzten Wochen gezeigt hat. Jetzt spielen sie aber hier, als ob sie oben dazugehören würden, die Jungs hier von Hannover. Ayeti muss irgendwo gucken, dass er hinkommt. Ja, sehr gut gemacht jetzt von Jedlin. Da hat er es dann wieder so ein bisschen ausgebügelt. War ja seine Situation, als er den Ball verloren hatte. Oh je, passt auf, Leute, keinen Quatsch machen. So, Bakali, ja genau. Ich tue mich bei den beiden manchmal schwer. Da ist wieder Bakali. Versucht sich da durchzutanken. Schön jetzt, schön jetzt. Benzia ist durch. Benzia kann ihn machen. Und jetzt ist er endlich drin. Ne, es war Schmied. Es war Schmied. Ich habe nur die 1 gesehen vorne am Trikot. Den Rest konnte ich nicht erkennen.
Ich hätte schwören können, dass das der Benzia gewesen sein müsste. Na gut, er hat eine Glatze an der Seite, hat oben drauf Haare. Das sieht dann von aus der Entfernung natürlich schon dann teilweise ein bisschen ähnlich aus. Super, klasse Geschichte. Jetzt kann ich mal gucken, wen ich auswechsel. Wo es nötig ist. Bakkali vielleicht. Linker Stürmer, habt ihr mal gesagt, Schreibers, der kann das machen. Der kann das spielen. Ich glaube, ja, Hanke jetzt vielleicht die letzten Minuten. Er ist ja nicht unbedingt der Schnellste. Also, selbst wenn die anderen Leute müde sind. Jedlin ist ein bisschen groggy. Durm kann ja rübergehen. Ich denke mal, dann tauschen wir das. Genau, perfekt. Bin auf die Note von Jedlin gespannt. Aber er kann ja auch nicht immer nur gut spielen. Er ist ja auch noch ein junger Kerl. Also von daher. So, Konter spielen wir ja sowieso. Und vielleicht kann ich die gleich ein bisschen zurückziehen, die Jungs. Benzia, ja. Schön jetzt. Schön jetzt. Wer ist das? Ist wahrscheinlich wieder Schmied gewesen. So, Kopfball. Oh, Kopfballduell. Aber unfair geführt von Hannover oder abseits. Ne, ist abseits hier. Vom Torwart. Klasse Studie. Klasse Zeitlupe, aber da sieht man schon, wie offensiv wir standen. Ich glaube, ich muss das mal ändern. Die Andre Jedlin. Auf jeden Fall die Überraschung. Würde ich auch fast sagen, der beste Transfer des Winters, auf jeden Fall. Wenn es nicht sogar der einzige war. Mit meinem Gedächtnis ist er immer nicht weit her, das wisst ihr ja. Ich glaube, Marcos Lopez haben wir auch im Winter geholt. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben sehr offensiv gestanden. Ich glaube, ich ziehe die jetzt mal ein bisschen defensiver noch nach hinten. Da müsste es eigentlich passen. So, nochmal gleich nach oben, da auf den Durm, der ja auch nicht unbedingt langsam ist. So, das war kein Abseits, das ist Schmied. Man of the Match kann er auf jeden Fall werden, wenn er so weitermacht. Holt die Ecke raus. Ganz wichtig, ganz wichtige Situation hat er schon heraufbeschworen, nämlich das Tor. Selbst erzielt. Ding ist nicht schlecht. Da kommt Ginter, der es einfach mal probieren kann. Und er war nicht so schlecht. Stell dir mal vor, wenn so ein Ding da reingeht. Aber natürlich nicht mit Ron-Robert Zieler. Da ist er doch dann zu gut für. Guckt euch Ayeti an. Wie eine Mauer. Steht er da und hat das Ding. Das war auch Patex, aber diesmal endlich mal für uns. Da ist Günther. Christian Günther ist ja noch fit, einigermaßen. Erst ein paar Minuten im Spiel. Das sollte dann schon noch ein Unterschied sein gegenüber den Abwehrspielern, die schon die ganze Zeit hier auf dem Platz sind. Ja, das ist nicht so gut gewesen von Benzia. Da hat er sich einfach abkochen lassen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder gucken. Sehr schön wird gezogen. Ist auch lustig, ne? Ginter ist 20 cm größer und kann das Ding trotzdem nicht für sich holen. So, Leute, jetzt wird mal aufgepasst hier. Abgefälscht. Ja, es gibt Einwurf, den nehmen die natürlich gerne mit. Den nehmen die natürlich gerne mit. Hannover. Canteros und Porcognoli. Belgier und. Ich weiß gar nicht. Canteros, das klingt so südländisch. Edgar Bripp kommt für Canteros. Ehemals Kräuter führt. Oh Gott, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. 85. Mal wieder können wir es nicht drüber retten. Das ärgert mich gerade maßlos. Da geht das Ding noch an den Pfosten, hinten pennen sie alle. Guck mal, wie viele Leute da rumlaufen. Der darf im Leben nicht nochmal an den Ball kommen. Ah, meine Fresse, meine Fresse. Also das ist so wieder mal so unverdient. Also wenn du am Anfang mal guckst, was wir für Chancen versemmelt haben. Und Hannover, naja gut. Nochmal Ginter. Auf Lazaro. Der Ball ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Aber dieses Gezieher und Gezerre, das geht mir auf den Zeiger. Wenn ich das mache, dann ist sofort faul. Sobald du nicht da einen Spieler hast, der wirklich von der Pace her 500 mal schneller ist als der Abwehrspieler, bekommst du das einfach nicht durch, weil permanent gezogen wird. So Leute, jetzt aufpassen hier. Günther. Nochmal jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Ich will es jetzt nicht unbedingt beschreien, aber es kann natürlich auch schief gehen. Wenn du nochmal alles nach vorne schmeißt. Das war so ein tolles Spiel. Das war so ein tolles Spiel. Das haben wir wirklich gut bestritten. Und dann, ja. Dann letztendlich mit der ersten Möglichkeit, die Hannover überhaupt gehabt hat. Das 1:1 ist richtig, richtig bitter. Das wäre der dritte Sieg in Folge gewesen, aber nicht für uns diesmal. Nicht für uns. Die Belohnung, 3 Punkte. Das haben wir dann am Ende einfach ziemlich dämlich gemacht hinten in der Abwehr. Wir werden es mit Sicherheit nochmal sehen. Das sieht so lustig aus. So, das hier. Das war die erste und einzige Chance, die Hannover gehabt hat. Und hier die ganze Situation. Da kann man sich gar nicht oft genug angucken.
Und hier haben wir dann das Tor. Kommt da sicher super vorbei. Und dann hat er das Auge und schiebt das Ding da tief rein. Ja, guck mal, das ist ja der Huschti. Der hat ja sowieso keine Größe. Was macht der Durm da? Also, das darf im Leben nicht fallen, das Ding. Ist einfach ärgerlich. Ist einfach ärgerlich. Drei Schüsse, einen auf Tor und der ist drin. Also, nee, eigentlich nicht. Der Pfosten und dann drin. Tja, aber so ist der Fußball. 54% Ballbesitz, 84% Passgenauigkeit. Also, das ist momentan gut bei uns. Die Schussgenauigkeit muss besser werden. Wenn du 7-mal schießt, 3-mal aufs Tor und davon nur ein Tor machst, wirklich. Also, die Situation ganz am Anfang. Bakkali, ich weiß nicht, wer das zweite Ding daneben geschossen hat. Ob das Ginter war, ich glaube ja, aber irgendwie. Ist nicht drin, man kann ob noch so oft lamentieren. Es gilt, was da steht nach 90 Minuten. Da steht ein 1 zu 1 und dann hat Hannover das auch verdient. Auch wenn es vielleicht vom Spielerischen nicht gepasst hat. Aber gekämpft haben sie, haben sich nicht aufgegeben und wurden dann belohnt. Also fallen da auch wahrscheinlich nicht jetzt ganz unten rein. Kanteros, sehr gut mit einer 7,0, mir ist mir gar nicht so aufgefallen. Der für Pripp dann weichen musste. Franzer mit einer 5,7. Der vermutlich zu kurz geraten, ne? Da könnt ihr mir ja mal reinschreiben, ob ich da recht habe. Ansonsten sehe ich hier keine gute Note. Weder beim Torwart noch beim Sturm vorne. Sobiech 6,1. Der huscht natürlich mit dem Tor, logisch, aber naja. Gut, Jedlin ist, war noch okay. 7,3. Also ist im Prinzip wieder der Beste in der Abwehr gewesen. Julien muss sich wieder Ajeti geschlagen geben. Also irgendwie ist, weiß ich nicht, diese linke Verteidigerposition ist irgendwie verflucht. Habe ich das Gefühl. Also jetzt seitdem Ginter vorne steht, natürlich absolute Leistungsexplosion. 7,5. Torgefährlich jetzt dazu noch. Klar, er ist ja auch teilweise als Stürmer einsetzbar. Schmied mit einer 7,2. Bakkali 6,8. Marcos Lopez auch sehr gut. 6,9. Also insgesamt war das eine gute Leistung, auch wenn man das hier nicht so sehen kann. Schade. Schade, schade. Aber im nächsten Spiel haben wir die Möglichkeit, uns da wieder zurückzuschlagen. Gehen wir mal weiter vor. Jugendspieler löst Vertrag auf Makoto Hagiwara. Jetzt laufen sie aber alle weg. Jetzt laufen sie aber echt alle weg hier. Der auch. Tomohiko Masaki. Nein! Ich glaube, das war doch der, das war doch, glaube ich, unser Monstrum. Was ist hier los, ey? Ich kann doch nicht hier jedem einen Vertrag geben, Leute. Jugend, wo ist das Ding? Mannschaft. Wo war das? Ich sollte auch hier den Teambericht mal zeigen. Wie das da ausschaut. Da genau 5 Millionen. Stoke City. Attribute. Ja, ich gehe das mal gerade ganz schnell durch. Also bei Jedlin ist er sowieso oben, das ist schon dermaßen genial. Und bei der Technik legt er es auch nochmal zu. 1,8 Millionen wert erst. Aber ich glaube, das wird sich relativ schnell steigern. Hat schon plus 1 jetzt nach der kurzen Zeit. Auch bei Ayeti. Da geht es ja überall momentan vorwärts. Ja, er hat schon plus 3, der Christopher Julien in der Saison. Muss sich aber wieder ein bisschen fangen. Erik Durm schon plus 2, Ginter plus 1 jetzt auf der neuen Position. Steht noch als IV hier drin, als Bestes. Ja, bei Schuster sieht man das schon. Schmied hat sehr gut vorwärts gemacht. Darida. Bei Bakkali natürlich auch überall einen Sprung. 3 Punkte hat jetzt schon eine 79 momentan. Mit 19 ist 7 Millionen wert. Also ich weiß nicht, wie lange wir den noch halten können. Das wird sich dann zeigen müssen. Wo ist er denn hier beim. Ja, bei der Stärke hat er plus 4. Ne? Das ist natürlich immer noch sehr wenig, aber das sieht man. 75 plus 3 für Yassin Benzia. Den wir ja kaufen können. Für 4, noch was Millionen. Wäre natürlich immer noch mehr als Marktwert, aber. Warum nicht? Ich meine, Mike Hanke wird ja aufhören. Wir brauchen einen. Gelson Fernandes bei Valentino Lazaro auch 3 Punkte, eine 71 jetzt schon. Bei Zuck auch, obwohl er wenig spielt, plus 2, genauso Günther. Bei Schreivers muss man abwarten, da sieht man noch nichts, ist zu wenig bis jetzt gewesen. Und hier unten, ja gut, es sind jetzt hier bei Christen sagen wir auch plus 2, teilweise Jugendspieler, Elneny nix. Marcos Lopez hat auch schon plus 2, aber das war natürlich auch noch vorher von City. Ja, bei Kevin Wimmer müssen wir auch mal abwarten, wie das weitergeht. Christoph, Nicolas Höfler auch. Marco Terrazino. Und ja, bei Alex Esswein. Ja, aber schon versucht ihn zu verschleudern. Das sind die Ausgeliehenen. Okay, alles klar. Jugend, wo ist das Ding? Jugendstab, denk mal hier, ne? Fußballschule. Ich guck mal gerade hier, ob das da irgendwo ist. Irgendwo muss das ja sein. Genau, wo haben wir denn? Sind die jetzt schon weg oder was? Die sind anscheinend schon weg. Kanazaki, also ich glaube, der 90er ist weg, der Japaner, oder? Ja, was soll das werden? Das war doch letzte Saison nicht so schlimm. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Wir spielen jetzt gegen Gladbach auf jeden Fall. Nationaltrainer Portugal.
Ah, Junge, Junge, Nationalmannschaft Portugal. Ja. Nee, gefällt mir nicht so gut. Also Portugal ist eigentlich fast nur Ronaldo und das war's, ne? Denkt man ja immer und ist ja auch eigentlich so. Makoto Hagiwara, jetzt kommt der Nächste. Also die werden alle weggeholt, ne? Also die wollen nicht von selber, aber die wollen weggeholt. So, der will über sein Gehalt sprechen. Was hat denn der überhaupt vertragsmäßig noch da? Verträge, Bakali. 25.000, ja, hallo. Nee, jetzt noch nicht, das können wir von mir aus im Sommer. Aber dann, gut, wenn man natürlich jetzt verlängern würde. Der will 50, der will 50. 3 Jahre nochmal. 50, das ist natürlich sehr, sehr viel. Nee, ich muss es lassen, ich muss es lassen. Wenn es halt nicht geht, dann müssen wir halt den in diesem Sommer dann wirklich abgeben. So blöd es auch ist. Aber 50.000, das verdient ja nicht mehr der Schuster. Das verdient ja nicht mehr der Schuster. Meine Fresse, das kannst du nicht bringen. So, Begegnungen. Ärgert mich einfach immer noch, wenn ich das sehe. 1:1 gegen Hannover, so toll gespielt und das war's dann. Ja, die Ergebnisse. Was kann man sonst noch sagen? Also wir haben auch schon einige Ergebnisse jetzt von der neuen Runde. Dortmund, Hertha zum Beispiel, 11.4. Und auch die Wolfsburger haben gewonnen. Bremen hat verloren zu Hause gegen Hamburg. Das Derby, das ist natürlich auch für die nicht so schön. Tabelle wird natürlich jetzt auch ein bisschen aussagekräftiger, ne? So 28 Spiele. Haben die relativ alle da oben. Schalke, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim, dann kommen wir mit 38. Ne? Das sind 6 Punkte momentan auf Platz 7, Platz 6. Und auf Hoffenheim sind es 4 Punkte. Und die Gladbacher, die stehen auch nicht so gut. Ne? Die sind mit 35 Punkten auf der 12. Also das heißt, die können uns nicht überholen, weil die halt so ein schlechtes Torverhältnis haben. Aber zumindest punktgleich können sie aufrücken. Nürnberg ist jetzt auf dem Relegationsplatz, Köln auf der 15. 60 Gegentore von Köln. Also, das ist echt happig. Tja, wir schießen so wenig Tore, das ist immer noch so. Wir hätten normalerweise heute mindestens 2, 3 Dinger machen müssen, die Situation vorne. Mindestens, das muss besser werden. Und ich denke mal, erst dann sind wir auch wirklich reif für die Plätze da oben, dass wir sagen können, wir wollen wirklich in Europa mitspielen oder so. So. Jetzt gegen Gladbach, wie gesagt. Das ist ein Auswärtsspiel, vielleicht regnet's ja, ist ja momentan unser Steckenpferd. Mal gucken, vielleicht wieder mit 3 Punkten. Bis gleich.